Dracula erzählt die Geschichte vom größten Vampir oder bekanntesten Vampir der Weltgeschichte. Das ist eine Geschichte über Liebe, Leidenschaft, das Sprengen von Ketten, Konventionen brechen, sich befreien von der Gesellschaft. Also alles Dinge, die man gerne haben will. Und natürlich verpackt in einem Horrorroman, hat das Bram Stoker damals gemacht. Und das Musical hält sich eigentlich auch sehr nahe an der Vorlage. Ich glaube, es ist für jeden was vorbei. Und ich glaube, dass es gerade hier auf der Williamsburg besonderen Reiz hat, das anzuschauen. Ich glaube, wichtig ist, den Raum richtig zu bespielen. Und man hat hier eine ganz spezielle Atmosphäre. Man ist im Freien, man hat den Wind. Ich glaube, das hilft alles, um die Atmosphäre dieses Schlosses noch besser zu unterstreichen und besser herauszuarbeiten. Auch die Lichtverhältnisse sind sehr schön, weil man beginnt bei Tag und geht in die Nacht. Und das hat was, ja, Atmosphärisches, weil der Vampir lebt ja eigentlich bei Nacht und bei Sonnenuntergang erwacht er dann. Und diese Atmosphäre kann man hier miterleben und fühlen. Also wir legen extra den Dracula relativ spät, weil bei Open Air das immer so schön ist, wenn es dunkel ist. Meistens ist das richtig schöne Licht erst nach der Pause und idealerweise, wenn man ein bisschen später anfängt, hat man das tolle Licht schon ein bisschen früher. Diesen Abend sollte man sich angucken, weil es diese ganz spezielle Atmosphäre hat. Die Williamsburg, es hat wirklich Weltklasse-Sänger und Musical-Darsteller zu bieten. Es ist wirklich eine Produktion mit einem Chor von 50 Leuten, die da auf der Bühne singen, tanzen, spielen, Emotionen zeigen. Ein sehr emotionaler Abend. Ich glaube, es wird alles geboten, was ein gutes Musical haben muss.